So, da bin ich. Und zwar bin ich beim Hyundai-Händler Platzer in Neumarkt. Da haben wir zwar nicht unser Auto gekauft, aber beim Platzer in Regensburg, und die können zusammen. Und da der Regensburger über 80 Kilometer weg ist und der Platzer bloß 25, habe ich mir gedacht, also der in Neumarkt, dann habe ich mir gedacht, Mensch, fahren wir doch zu dem nach Neumarkt. Ich muss jetzt vermehrt mit der DJI aufnehmen. Und weil das iPhone irgendwie spackt. Es wäre beinahe aus dem Fenster geflogen. Selten bei Apple teilen, aber bei mir wäre es beinahe passiert. Und jetzt mache ich es lieber so. Wir sind heute, das bin ich und unser Kona, wir sind heute beim 15.000er Inspektionsintervall, wobei wir gar kein 15.000 drauf haben, denn wir haben 14.151. Warum haben wir so wenig? Weil wir vor 4 Wochen einen Termin gemacht haben und wir eigentlich nur nach München hätten fahren müssen und so weiter. Dann wären wir über 15.000 kommen. Und die haben gesagt, nee, in 4 Wochen schaffen wir es nicht, erst in 6 Wochen. Und 6 Wochen hätten wir definitiv nicht geschafft und deswegen fahren wir ein bisschen eher. Wobei mir hier die Frage natürlich auch aufkommt, wie kann es denn sein, dass man 6 Wochen auf einen Termin warten muss? Also ich bin es bei Fachärzten gewohnt, aber doch nicht bei einer Werkstatt. Da frage ich jetzt dann auch mal nach. Ich schaue mal, ob ich filmen kann. Ansonsten, wenn nicht, sehen wir uns dann gleich wieder im Auto mit der Rechnung. Bin ja mal gespannt, was wir machen, weil ich bin momentan ein bisschen gereizt bei dem Thema, weil ich mir denke, ein 15.000er, und wir fahren ungefähr 30.000 im Jahr, das heißt, jedes halbe Jahr zur Inspektion, bei der eigentlich nichts gemacht wird, nur drüber geguckt, ob der Akku passt. Ich denke mal, wenn er nicht passt, würde das Auto das schon sagen, ob die Bremsbeläge passen, aber selbst wenn bei 15.000, bei 30.000, glaube ich, passen die. Karosseriedurchsicht, was schauen die da groß an, ob Beulen drin sind, ob Kratzer drin sind, die rosten können, leihen wir nur eigentlich, aber das können sie alle 2 Jahre auch machen. Bremsflüssigkeitswechsel ist alle 2 Jahre, das heißt, also dieser 15.000er ist für mich völlig wie ein Arsch. Extra in der Gegend rumfahren, dass man einen Termin hat und dann hinfahren, also für mich macht es keinen Sinn. Da geht Tesla einen besseren Weg, du musst nämlich nicht zur Inspektion und das sollten eigentlich jetzt alle E-Autos haben. Dass das natürlich wieder ein Problem ist mit Leute beschäftigen und Werkstätten unterhalten und so weiter, aber es gibt genug Verbrenner noch, aber bei E-Autos könnten sich's sparen, würde ich sagen. Also, bis gleich und drücken. Zeitsprung, 2 Stunden später, gute 2 Stunden später, ziemlich genau 2 Stunden später, ich war lecker essen, habe dann mir noch ein Eis gegönnt, weil man muss ja auf die Figur achten. Und jetzt habe ich gerade das Auto wieder gekriegt. Gute Nachricht, nichts gefunden. Schlechte Nachricht, keine Rechnung. Die wird mir zugeschickt, weil die haben ein IDV-Problem und dementsprechend kann er die Rechnung nicht ausdrucken, aber ja, gibt Schlimmeres. Mal schauen, was die Rechnung alles sagt. Ich werde es dann noch, wenn ich sie bekomme, werde ich sie filmen und dann ich schau bloß, weil da ist ein Riesenparkplatz und der gute Mann kommt nicht rein mit seinem Toyota. Keine Ahnung, was das für einer ist. Ich weiß nicht, was er will. Wenn ich die Rechnung habe, dann hört ihr mehr von mir. Und dann schauen wir weiter. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute nehme ich mal mit der Canon auf, weil mein iPhone nicht mehr so will, wie es soll. Ich ein bisschen sauer bin und deswegen kommen momentan auch sehr wenig oder beziehungsweise gar keine Fokkerchens Heimfahrt-Videos, weil mein iPhone aufnimmt, wunderbar, aber ich kriege die Videos momentan nicht auf irgendeinen anderen Rechner. Ob das Windows 10 ist, ob das Apple ist, ist egal. Ich kann den nicht anwählen und wenn, dann lädt er kurz und dann sagt er unterbrochen oder konnte nicht gefunden werden. Also bin momentan etwas hardwaretechnisch hinten dran, das wird sich wieder ändern müssen. Und mit dem
DJI mit dem kleinen, wie heißt der wieder, der Ishi, der hat halt das Problem, dass wenn ich jetzt solche Videos jetzt mache, dann fängt er immer das Pulsieren an. Das war beim letzten Video schon so und das nervt mich gleich nur mehr. Und dementsprechend kommt er nicht mehr dran bei so Porträtaufnahmen, so wie jetzt, sondern das mache ich jetzt mit meiner Canon erst einmal und dann schaue ich mal, wie das mit dem iPhone weitergeht. So, 15.000 Kilometer Inspektion Hyundai Kona Electric. Ich bin ja zum Platzer hingefahren, nach Neumarkt. Da haben wir dann einen Termin gehabt. Dann bin ich hin und dann hat er gesagt, er kann leider nichts machen. Also mich jetzt nicht großartig eintragen und so weiter, weil die Software-Problem haben, Rechner-Problem. Und dementsprechend habe ich das jetzt mal so dahin genommen. Ne? Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist halt kein Übergabegespräch, der geht nicht mit mir ums Auto und schaut sich das an, sondern macht es halt jetzt einfach erstmal Schlüssel abgeben. Dann bin ich zum neuen Markt gegangen, das ist das Einkaufszentrum, zu Fuß vielleicht 10 Minuten weg. Dann habe ich mir einen Schirm gegeben und dann bin ich dann losmarschiert. 2 Stunden später bin ich dann wieder gekommen und dann war das Auto schon fertig. Dann habe ich noch ein bisschen warten müssen, vielleicht so 5 Minuten, dann ist er gekommen. Ich habe ein paar Sachen unterschreiben müssen und habe gesagt, die Rechnung kann er mir jetzt noch nicht geben, weil die immer noch ein EDV-Problem haben und der schickt er mir dann nach. Die habe ich jetzt bekommen und da muss ich sagen, ist jetzt erst einmal für mich Fragezeichen angesagt. Denn eigentlich steht gar nichts drauf. Es steht drauf, Sprüh- und Gleitmaterial, Lohninspektion Hyundai, Mehrwertsteuer und das war's. Es steht nicht drauf, genau was sie gemacht haben, es steht nicht drauf, was sie verwendet haben. Haben sie jetzt einen Filter, einen Luftfilter rein, also für die Klimaanlage oder nicht, wahrscheinlich nicht, oder ist es in der Inspektion dabei, keine Ahnung. Ich habe dann eben gefragt, Mensch, und, gibt es irgendwas, habt ihr was gefunden? Nö, habe nichts gefunden. Beim E-Auto, beim 15.000er ist ja an nichts, da schauen wir einfach bloß mal drüber. Und für einmal bloß mal so drüber schauen, sind 108 Euro schon viel, finde ich. Jetzt nicht der Preis für Ihre Inspektion. Aber wenn man eigentlich nichts machen muss, nichts, die schmieren ja keine Gelenke mehr ab oder die haben ja nicht mal mehr Schmiernippeln, dann nichts mehr. Die machen einfach nichts. Die gehen einmal ums Auto, stecken den Akku an, lassen die Software drüber laufen, eventuell machen sie ein Software-Update und das war's dann. Das Einzige, was ich halt zahlen muss, das ist die Stunde Arbeit. Und die haben wir da mit 87,89 € plus Mehrwertsteuer, also irgendwo, keine Ahnung, 100 Euro. Material haben sie dann extra verrechnet. Kein Übergabegespräch, nicht nochmal hingegangen, nicht mehr rumgegangen. Die haben ihn auch nicht sauber gemacht. Erwarte ich eigentlich jetzt so auch nicht, aber irgendwo denke ich mir, muss ich ja einen Service bieten für das, dass ich extra hinfahren muss, einen Termin ausmachen. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass ich 4 Wochen vorher einen Termin ausgemacht habe. Mit viel Glück in 4 Wochen, ansonsten wären es 6 Wochen gewesen, dann wäre ich über die 15.000 gekommen und und. Also das heißt, man muss ja Zeit investieren, um einen Termin auszumachen, um hinzufahren, um aufs Auto zu warten und das dann wieder zu holen, dann wieder zurückfahren. Das heißt, ich fahre 50 Kilometer, für das, dass ich eigentlich nichts machen, wortwörtlich. Ja, machen wir ja nichts, da ist ja eigentlich auch nichts, weil E-Auto hat ja dann nichts. Dann frage ich mich, warum das den 15.000er überhaupt gibt. Warum? Geldmacherei, sage ich jetzt. Ja, das heißt für mich, wir behalten jetzt die jährliche Kilometer
oder die jährliche Inspektion oder Kilometerinspektion 15.000, wie beim Verbrenner auch. Behalten wir jetzt erst mal bei, weil wir wollen eigentlich ja ein bisschen Geld verdienen, lassen wir alles eingehen, aber wenn es mäßig ist, kostet doch das mehr Geld als alles andere. Der hat doch jetzt an dem eigentlich so gut wie nichts verdient. Und wenn sie es dann nicht machen und wenn sie dann sagen, hey, pass auf, wir machen es bloß alle 2 Jahre oder alle 30.000 Kilometer, weil nach 30.000 Kilometer oder 2 Jahren sollte rein theoretisch die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, das muss man halt einfach machen, dann lasse ich doch den 15.000er einfach weg. Dann braucht sich der Kunde nicht, um einen Termin stressen und irgendwo hinzufahren und die Zeit zu nehmen, weil sie ja sowieso so viel Arbeit haben und voll sein mit Terminen und 6 Wochen Wartezeit und so weiter. Sowas können Sie sich sparen. Da können Sie ein normales Auto mit Inspektion nehmen, da tun Sie sich leichter. Tesla macht es in dem Fall ja jetzt anders. Tesla sagt, wenn ich das Auto verkauft habe, ich will euch am liebsten gar nicht wiedersehen. Was natürlich ein anderes Extrem bei Tesla dann auch ist, diese sogenannte Servicewüste. Aber die sagen, Inspektion ist nicht das Auto. Und da haben sie absolut recht, wenn was an die Reifen ist, meldet sich das Auto. Wenn was am Akku ist, meldet sich das Auto. Wenn irgendeine Flüssigkeit fehlt oder zu wenig ist, meldet sich das Auto. Wenn die Klimaanlage nicht mehr funktioniert, weil der Filter dicht ist, dann riecht man das. Ja? Also meldet sich das Auto. Wenn irgendwie, keine Ahnung, die Bremsbeläge runter sind, dann meldet sich das Auto. Also im Endeffekt ist das Auto so intelligent, um darauf hinzuweisen, hey, da stimmt was nicht, fahr mal in die Werkstatt und lass dann nachschauen. Aber wenn das Auto nichts macht, keine Meldung bringt, keine Probleme macht, wo auch nichts gemacht werden muss, dann muss ich doch auch nicht hin. Klar haben wir 5 Jahre Garantie und 8 Jahre Garantie auf dem Akku. Aber wenn ich jetzt sage, 8 Jahre fahre ich da hin und wir müssen im Endeffekt 2-mal im Jahr, weil meine Frau um die 30.000 Kilometer fährt und 108 Euro, lass mal runtergerechnet 100 Euro sein, beim nächsten sind es ein bisschen mehr, weil Bremsflüssigkeit dazukommt und so weiter, lass es mal pro Inspektion, keine Ahnung, 120 Euro sein, dann ist die Garantie, die man da hat, eigentlich schon verhältnismäßig teuer verkauft. Es ist nicht teuer, wenn man sagt, 8 Jahre bzw. 16 Inspektionen dann, das hat man beim Verbrenner ja locker schon spätestens beim dritten Mal. Aber da müssen Sie sich echt was einfallen lassen. Also da muss genauso, also Hyundai, genau wie Kia und ich glaube auch wie VW und so weiter, die müssen da wirklich weiter lernen und sagen, passt mal auf Jungs, ihr habt ein E-Auto, das ist schlecht für uns und für unsere Werkstatt und für unsere Mitarbeiter, die wir haben in der Werkstatt. Und es werden mehr E-Autos und die Inspektionen müssten eigentlich weniger werden. Kann man das nicht gegenrechnen und sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Aufwand zu machen mit so und so vielen Terminen. Springt aber so gut wie fast nichts mehr raus, weil wir ja nichts mehr daran verdienen. Die verdienen ja auch an einem Öl nichts. Keine Ahnung, die haben nicht einmal das Spritzwasser nachgefüllt. Also der Service war jetzt eigentlich nicht besonders gut. Auto abgeben, Auto abholen, hier kannst fahren, passt, weg. Da erwarte ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr. Oder dann wirklich so machen, sagen, okay, spar dir die 100 Euro, 108 Euro, spar dir das. Wir sparen uns Arbeitskräfte, wir sparen uns Kapazitäten in der Werkstatt oder wir verwenden diese Kapazität dann einfach, um Inspektionen zu machen, wo wir einfach mehr Geld verdienen, wie bei einem Verbrenner. Die hätten im Endeffekt in der Zeit einen Verbrenner auch warten können und da wäre garantiert ein Dreier davor gestanden, also über 300 Euro. Und dann denke ich mir, dann haben sie an dem Auto definitiv mehr verdient als an meiner Elektrokröte. Und dementsprechend müssten die umdenken. Meine Meinung. Wahrscheinlich denke ich falsch oder auch nicht. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was meint ihr? Ist das wirklich falsch gedacht von mir oder ist das eher auch von euch aus so gesehen, dass man das wirklich als Geldmacherei sehen muss, wobei man da an sowas wirklich so gut wie nichts verdient? Da kostet der Aufwand, eine Werkstatt zu halten, definitiv mehr. Das war schon ein kurzes Video. Mit neuem Equipment, also alter, neuem Equipment. Schauen wir mal, wie das Video wird.
Ich werde sehen, wie die Qualität ist. Servus, sagt Locker. Euer Focker.